denn los? Hilfe! Hilfe! Vicky! Hilfe! Vicky! Hilfe! Hilfe! Morgen, Herr Schubert. Ist was? Wie sehen Sie denn aus? Ach, mein Rennrad. Ja, tolles Stück, was? Noch wollen Sie mal heben? Unter 10 Kilo. Ein gutes Rennrad muss unter 10 Kilo haben, sonst können Sie es vergessen. Ah ja? Ja, normalerweise trainiere ich ja nach Dienstschluss. Aber ich bin mit meinen Trainingseinheiten derartig im Verzug, da muss ich einfach jede Gelegenheit nutzen. Sonst breche ich am Tourmalet ein. Am Tourmalet? Was ist das denn? Der Tour de France, Frau Möbius, Jan Ullrich, kennen Sie doch! Ja klar, natürlich, wer kennt den nicht? Na also, der Tourmalet ist ein Pass in den Pyrenäen. Auf einer der Königsetappen der Tour steigt hoch bis auf 2115 Meter. Völlig brutal! Ja, da trennt sich Spreu vor Weizen, da wird jedes Jahr Geschichte geschrieben. Eine Mörderstrecke, sage ich Ihnen, bis zur 15% Steigung. Und warum wollen Sie da einbrechen? Ja eben nicht! Deswegen trainiere ich doch so, dass ich eben nicht einbreche, Frau Möbius. Schubert, die Bergziege. Kurz und gut. Ich habe eine Radsportreise gebucht über mehrere Pässe in den Pyrenäen. Auf den Spuren der Bergkönige, sozusagen. Aber Herr Schubert, gesund kann das nicht sein. Und ob das gesund ist? Sie sollten auch mal Fahrrad fahren. Aber nicht auf so einem Holland-Fahrrad rumdatteln. Nee. Mal so richtig Tempo bolzen, volle Kanne. Hinterher ist man glitschnass. Pfeift aus dem letzten Loch, aber man fühlt sich wie ein Neugeboren. Nee, danke. Sagen Sie mal, wollen Sie den ganzen Tag in diesem Aufzug herumlaufen? Ach, denken Sie hin. Seit gestern habe ich hier alles im Schrank. Anzug, Hemd, Krawatte, Hose. Schubert! Es gibt Handlungsbedarf. Wir haben eine Leiche im Pool. Wo ist Pol? Weiß ich nicht. Wie sehen Sie denn aus? Morgen zusammen. Bin gleich wieder da. Sie haben ihn also gefunden. Guten Tag, Strobel. Ja, aber da lag er schon da drinnen und rührte sich nicht mehr. Ja und? Haben Sie was gehört? Hilferufe oder so ähnlich? Doch natürlich hörte, wie er um Hilfe rief. Deswegen bin ich auf die Terrasse gekommen. Da saust er schon den Berg darunter. Den Berg runter? Ja. Vom Haupthaus, durch die Büsche, weg da hinein. Und? Haben Sie jemand gesehen, dem gefolgt ist oder den er verfolgt hat? Nein. Was machen Sie hier eigentlich? Sie hat Vater betreut. Was heißt betreut? Als Krankenschwester. Nachdem Vater den Schlaganfall hatte, brauchte er jemanden, der ihn, naja, den versorgte. Wozu Sie ja wohl nicht in der Lage waren? Zu Ihrer Art von Versorgung war ich in der Tat nicht in der Lage. Sie sind der Sohn? Ja. Und wo waren Sie, als es passierte? Was? Ach so, ich war oben bei den Garagen. Ich wollte gerade in die Stadt fahren, als ich hier einen Hilferuf hörte.
Und Sie konnten ihm nicht mehr helfen? Nein, ich war zu weit weg. Ich bin dann gleich in den Pool, aber zu spät. Wohnen Sie hier? Was? Ach so, ja, es ist das Haus meiner Mutter, ja. Donnerwetter! Nicht schlecht. Alle Achtung. Gibt's noch ein Haus, was hier dazu gehört? Ja, meine kleine Hütte. Hütte? Ja, dort drüben hinter dem Haupthaus. Ich bin Annette Mannstein. Strobel. Wohnen Sie da allein? Ja. Haben Sie etwas gehört oder gesehen? Nein, ich habe noch geschlafen. Das ist nicht meine Zeit. Schubert, überprüfen Sie das. Ob ich noch geschlafen habe? Wie will er das denn machen? Lassen Sie das mal unsere Sorge sein. Bitte. Hatte Ihr Vater was mit der Krankenschwester? Sie sind ja ein ganz Schneller. Wie kommen Sie denn darauf? Naja, wie die trauert. Da scheint das Ganze ja richtig nahe zu gehen. Mehr als jedem anderen in der Familie. Sie war ja auch die Einzige, die mein Vater um sich haben wollte. Ich habe ihn manchmal eine ganze Woche lang nicht gesehen. Er wollte es nicht. Aber vielleicht war es mir auch nur peinlich, dass wir ihn mit seinem Schnucki erwischen. Also ich finde die recht hübsch. So, Sie auch? Vater hat mindestens 30 Krankenschwestern antanzen lassen. Sie hat er dann genommen. Typisch. Männer sind wohl so, wenn sie älter werden. Sind Sie auch so? Ich? Wow! Pinarello! Alu-Keramikrohre, Schaltung, Bremsen, Campagnolo, Sattel, Sella Italia, perfekt. Mit der Maschine fährt er Jan Ulrich. Genau. Sie kriegen ja wirklich alles raus. Kompliment, Herr Kommissar. Ja, fahren Sie auch mit diesem Kunstwerk. Manchmal, wenn mir danach ist. Ein wunderschönes Stück. Einfach so, wie es da steht. Grazil vollkommen, kein überflüssiges Teil, reine Funktion. Und gerade deswegen so schön. Finde ich ja auch, es ist perfekt. Die anderen lachen mich immer aus, weil ich mit einem Herrenfahrer trainiere. Ach was, die anderen haben doch keine Ahnung. Sagen Sie, wollten Sie nicht die Betttemperatur prüfen? In welcher Beziehung standen Sie zu dem Toten? Ich mochte ihn gern. Er hatte ziemlich viel Geld, nicht wahr? Erlauben Sie mal. Die Sache zwischen uns hatte überhaupt nichts mit seiner Kohle zu tun. Habe ich auch nicht behauptet. Aber gedacht. Ich mochte ihn wahnsinnig gern. Trotz des Altersunterschieds. Und er mich auch. Er wollte sogar sein Testament für mich ändern. Oha. Er hat immer gesagt, Häschen, wenn ich nicht mehr bin, dann wirst du es gut haben. Gesagt, du sollst alles haben. Die Familie hat es nicht verdient. Ich bin überhaupt nicht scharf auf die Kohle. Aber die sind's. Hören Sie, das war kein Unfall. Die haben ihn umgebracht. Na? Stimmt, noch warm, glaube ich. Übrigens, hier habe ich die Tour de France der letzten 3 Jahre. Ach. Alle Etappen. Und hier unten ist die Weltmeisterschaft. Meine Lieblingskassetten sind die Tour 97. Und hier besonders die 13. Etappe. Moment, 13. Etappe 97. Sieger war Pantani, aber Ulrich blieb souverän im gelben Trikot. Hey, stimmt. Und wer hat die 14. Etappe gewonnen? Viroc. Alle Achtung. Fahren Sie auch selber Rad? Hin und wieder. So zum Hausgebrauch. Was fotografieren Sie am liebsten? Landschaften. Ich auch? Ach, ich habe in der Toskana sehr schöne Studien gemacht. Mit Filtern experimentiert, in Farbe und in Schwarz-Weiß. In der Toskana? Ja, mittags herrscht dort ein ganz besonders schönes Licht. Ja, ich liebe dieses Licht. Mögen Sie die Toskana? Meine Landschaft. Meine auch.
Finden Sie nicht, dass wir ganz viel gemeinsam haben? Ja. Morgen. Oh, schönen guten Morgen, Herr Direktor. Was führt Sie schon so früh zu uns? Haben Sie die Zeitungen gelesen? Nein, Herr Direktor. Erst der Kaffee für den Chef, dann die Goldfische und wenn da noch Zeit... Hören Sie auf. Wo ist der Chef? Moment. Chef. Oha, Herr Direktor Heimeran. Presse schon durchgearbeitet. Nein. Oha, Donnerwetter. Oh, nicht schlecht. Ich kenne ja die Dame. Sonst mit dem weißen Kittel. Das ist völlig belanglos, ob Sie die Dame mit Kittel kennen oder ohne. Hier, die hübsche Krankenschwester klagt an. Doppelpunkt Zitat. Obwohl ich der Polizei mehrfach gesagt habe, dass der Mörder nur innerhalb der Familie zu finden ist, reagiert man nicht. Wahrscheinlich will man die Familie schützen. Zitat Ende. Und weiter. In der Tat war Senator Manstein einer der größten Steuerzahler mit den besten Verbindungen zur Wirtschaft und Politik, aber auch zu den Behörden, die jetzt den Fall untersuchen. Damit meinen die mich. Es ist unglaublich. Die meinen nicht Sie persönlich, Herr Direktor. Hier ist ja nur von Behörden die Rede. Wenn die Behörden schreiben, meinen die mich. Immer muss ich alles ausbaden. Dabei kannte ich doch den Senator gar nicht. Ach, so ein Scheiß schreiben die immer. Darüber rege ich mich schon lange nicht mehr auf. Ja, Sie sind ja auch gar nicht gemeint. Während Sie gemütlich vor sich hin ermitteln, bläst mir der Wind ins Gesicht. Und ich kriege mal wieder alles ab. Nein. Wir haben eine Presseabteilung. Die sollen das richtigstellen. Was heißt hier Presseabteilung und richtigstellen? Hier gibt es nur eine Antwort. Sie liefern der Presse sehr bald einen Mörder, wenn möglich aus dem engsten Familienkreis, damit diese Verdächtigungen in der Öffentlichkeit endlich aufhören. Wir wissen ja noch gar nicht, ob es wirklich ein Mord war. Vielleicht hat er die Elektroniker in seinem Rollstuhl verrückt gespielt. Vielleicht hat ihn die scharfe Krankenschwester selber in den Pool geschubst, damit sie mit einem Foto in die Zeitung kommt. Wer weiß, vielleicht war es einer aus der Familie. Sie haben mir einen Mörder zu liefern und damit basta! Wie ist es mit der Familie? Gibt es da einen Verdacht? Die Familie gibt nicht viel her. Fassen Sie zusammen, Paul. Ja. Also, die Tochter studiert seit zig Jahren alles Mögliche. Archäologie und Kunstgeschichte. Hat kaum Affinität zur Familie. Ja, fühlte sich vom strengen Vater ungeliebt. Und daher oft wechselnde Verhältnisse zu älteren Männern. Und der Sohn sollte nach dem Schlaganfall des Alten die Firma übernehmen. Das ging natürlich in die Hose. Fährt teure Autos kaputt und in seiner üppigen Freizeit bastelt er Modellflugzeuge. In seinem Alter? Na, meinetwegen soll er. Buchten Sie ihn ein, Strobel. Oder die Tochter. Oder meinetwegen die Krankenschwester, was weiß ich. Hauptsache, Sie tun endlich irgendwas. Morgen allerseits. Ja. War das nicht gerade der Kollege Schubert? Ja, das war er wohl. Er ist im Rückstand mit seinen Trainingseinheiten. Ach so. Er wird gleich noch mit etwas ganz anderem im Rückstand sein. Also, meine Herren, wir haben uns verstanden. Schönen Tag noch. Wo bleibt Schubert? Der zieht sich noch um, kommt gleich. Ha! Das hätte sich früher meiner trauen sollen, so ins Büro zu kommen. Da war ein Staatsangestellter noch ein Vorbild. So, da bin ich. Ist was? Ach, zu spät? Das auch. Aber finden Sie das nicht ein bisschen grell, was Sie da anhaben? Sie sehen ja aus wie ein Kanarienvogel. Tja, Chef, sowas trägt man heutzutage. Ach was, tut man das? Rote Westen, Donnerwetter. Aber vielleicht hatten Sie ja die Zeit, neben dem Studium der Modejournale sich ein bisschen um unseren Fall zu kümmern. So nebenbei. Neue Erkenntnisse? Die KTU hat gestern Abend noch angerufen. Die Elektronik vom Rollstuhl war in Ordnung. Technisches Versagen scheidet somit offensichtlich aus. Schade. Das wäre die einfachste Lösung gewesen. Dann gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder hat er sich selber in den Pool gefahren oder jemand hat ihn hineingeschubst. Das wäre für uns am unangenehmsten, weil wir denjenigen schnell finden müssten. Anhaltspunkte dafür, dass er selber reingefahren ist? Nein, kein Selbstmord. Er war glücklich mit seiner Krankenschwester. Stimmt, Schubert? Woher wissen Sie das? Wir haben zwischenzeitlich recherchiert. So, haben Sie das, meine Herren. Dann haben Sie bestimmt auch erfahren, dass er für Sie sein Testament ändern wollte. Was? Das ist ja ein Ding.
Wie riecht das hier eigentlich? Wie im Friseurladen. Sind Sie das, Schubert? Ich rieche nichts. Pohl. Sind Sie das? Ach so. Also wenn Sie den neuen Herrenduft von Travani meinen. Ja, wahrscheinlich meine ich den. Herrenduft, Vatrani. Was ist los mit Ihnen, Schubert? Neue Braut? Immerhin liegt das Zeug besser als Teebaumöl oder was das neulich war. Die Einzige, die in unmittelbarer Nähe war, war die Krankenschwester. Aber die hatte ja kein Motiv. Die musste ja noch ein bisschen warten, bis er sein Testament geändert hatte. Ach, hat er noch nicht? Nein, aber er hatte schon einen Termin beim Notar. Gibt es jemanden, der etwas dagegen haben konnte, gegen diese Änderung? Na klar, die eigentlichen Erben. Annette Mannstein und Gerald Mannstein, die Tochter und der Sohn. Dann knöpfen wir uns die noch mal vor. Und auch die Krankenschwester. Um die kümmere ich mich. Schubert, Sie quetschen die Tochter aus. An der waren Sie doch schon mal dran. Pohl und Sie... Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber können wir das nicht umdrehen? Bei Annette bin ich befangen. Bei wem? Der Tochter. Und warum sind Sie befangen, wenn man fragen darf? Weil sie auch Fahrrad fährt. Möbius, finden Sie auch, dass mein Outfit zu grell ist? Und dass ich zu streng rieche? Sie sind eine Augenweide, Herr Schubert. Ich mag gut angezogene Männer und ich mag es, wenn sie gut riechen. Danke, was trinken Sie? Nein, im Ernst, Frau Möbius, wann machen Sie heute Schluss? Pünktlich, um 5. Darf ich Sie danach zu einem Drink einladen? Mal angenommen, Frau Möbius, Sie wären in mich verliebt. Aber Herr Schubert... Mal angenommen, woran wollte ich das merken? Sie wollen mich auf den Arm nehmen. Nein, im Ernst, bitte. Das würden Sie schon merken. Sie lachen über mich. Ich lache nicht. Was ist bloß los mit Ihnen, Herr Schubert? Sie sind doch eine erfahrene Frau. Ich habe schon einiges durchgemacht, wenn Sie das meinen. Schließlich bin ich geschieden und habe einen erwachsenen Sohn. Dann wissen Sie doch, was in einer Frau vor sich geht, die verliebt ist. Doch. Ich denke mal, das ist ähnlich wie bei einem Mann, kein großer Unterschied. Appetitlosigkeit, Konzentrationsschwäche und ständig das Gefühl, als säße einem das Herz hier? Ja, etwa so. Darf man fragen, in wen? Nein, das geht nicht. Darüber kann ich nicht reden. Wissen Sie, Frau Möbius, in meinem Kopf geht schon alles durcheinander. Ich kann schon gar nicht mehr schlafen. Trotz meiner Atemübungen am offenen Fenster. Ich bin da nicht so routiniert, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also, was soll ich so tun? Als hätte ich jede Menge Erfahrung und hätte die Mädels schon reihenweise vernascht. Nein, bloß nicht. Keine Frau hört gerne, wenn ein Mann mit seinen früheren Freundinnen angibt. Ja, oder kann ich sagen, wie es wirklich ist? Dass ich seit vielen Jahren die erste Frau ist, Die bei mir. Sagen Sie es ihr. Sagen Sie ihr, dass sie die erste Frau seit vielen Jahren ist, bei der sie wieder Herzklopfen bekommen. An die sie Tag und Nacht denken müssen, ohne die sie einfach nicht mehr sein können. Aber die lacht mir doch aus, Frau Möbius. Das ist doch völlig verkitscht. Ja, natürlich ist es das, Herr Schubert. Aber nichts anderes will sie hören. Sie sind ja immer noch hier. Vielleicht ist es Ihnen entgangen, aber ich kann noch bis Monatsende hier wohnen bleiben. Um noch mehr von diesen peinlichen Fotos im Pool zu machen? Es geht Sie überhaupt nichts an. Das ist meine Sache. Und im Gegensatz zu Ihnen muss ich zusehen, wo ich bleibe. Meine Brötchen selbst verdienen. Ich darf Sie bitten, sofort auszuziehen. Wir werden Ihnen noch 3 Monate lang Ihr Gehalt überweisen und das war's dann hoffentlich. Und unterstehen Sie sich weiterhin zu verbreiten, wir hätten Sie umgebracht. Sonst werden wir mit unseren Anwälten gegen Sie vorgehen. Tja, was wollen Sie denn jetzt schon wieder? Wir haben noch ein paar Fragen. Ich will aber nicht von Ihnen befragt werden. Von wem denn? Ich will lieber von Ihrem Kollegen in die Zange genommen werden. Meinen Sie Schubert? Von Schubert, genau. Mit dem kann man sich vernünftig unterhalten. Über die Toskana, über Brennweiten, über die schönen Dinge des Lebens. Der stellt nicht so dämliche Fragen, wie sie die Polizei immer stellt. Und er versteht mich. Tut mir leid, dass Sie mit mir vorlieb nehmen müssen, aber der Kollege Schubert hat es abgelehnt, mit Ihnen zu reden. Was? Er sagt, er ist befangen.
Ah ja? Ja, dann stellen Sie halt die Fragen, die Sie stellen müssen. Kommen Sie. Hat er wirklich gesagt, er sei befangen? Ja. Ein wunderbarer Mensch, Ihr Kollege. Gebildet, einfühlsam, sportlich und sehr zärtlich. Wer? Schubert. Also, sollten Sie noch weitere Fragen haben, dann stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ja? Danke Ihnen schön. Ja, wiederschauen. Annette? Und, was schlimm? Hat er dich sehr gelöchert? Ach, er wollte alles ganz genau wissen. Welches Verhältnis ich zu meinem Bruder habe und so weiter, zu meinem Vater. Ja, und, was hast du ihm gesagt? Was du mir empfohlen hast. Die Wahrheit. Dass ich meinen Bruder mag, dass er eigentlich ein ganz netter Kerl ist, auch wenn er nicht gerade die tiefen Teller erfunden hat. Sag mal, woher wisst ihr eigentlich, dass mein Vater das Testament ändern wollte? Na, von der Krankenschwester, für sie wollte er es doch ändern. Ah, das wusste ich nicht. Gott sei Dank ist es nicht mehr dazu gekommen. Ich meine, du weißt, was ich sagen will. Naja, vielleicht hat ja auch jemand nachgeholfen. Wie meinst du das? Vielleicht wollte jemand verhindern, dass er es ändert und hat ihn in den Pool gestoßen. Vielleicht warst du es. Dann müsste ich dich jetzt festnehmen. Aber Schubi, ich wusste doch gar nichts davon, dass er das Testament ändern wollte. Das habe ich doch jetzt durch euch erfahren. Wirklich? Hast du das auch meinem Kollegen gesagt? Ja, natürlich. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich sauer auf meinen Vater war, weil mir diese ordinäre Krankenschwester vorgezogen hat. Daraufhin wollte dein Kollege mit seiner psychologischen Halbbildung wissen, ob ich als Kind zu wenig Liebe bekommen habe. Er hat die fixe Idee, dass ich einen Vaterkomplex habe. Ja und? Hast du einen? Annette, du bist seit vielen Jahren die erste Frau, bei der ich wieder Herzklopfen habe. Ach, Schubi. Morgen, Herr Pohl. Ach, gut, dass Sie da sind. Ich schreibe gerade das Vernehmungsprotokoll von gestern. Sie hatten gestern Annette Mannstein nach ihrem Bruder gefragt. Und dann sagte sie etwas Abfälliges über seine Modellfliegerei und dass er Gott sei Dank in einem Club wäre, wo er seine Dinge herumfliegen lässt. Hier, ich kann das nicht entziffern. Habe ich wieder durchgestrichen. Ist die Adresse von diesem Club. Sie wusste es nicht mehr so genau. Ist auch nicht so wichtig. Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Sieker Landstraße, hinter der Müllverbrennungsanlage. Als ob das so wichtig wäre, Frau Möbius. Zur Aufklärung eines Verbrechens ist jedes Detail wichtig. Das wissen Sie doch, Kollege Pohl. Einen Moment, Frau Sportsfreund. Pardon. Herein! Sind Sie gestern auch so verkohlt worden? Was wollen Sie denn damit sagen, Herr Kollege? Na, von dem Mannstein. Sie haben ihn nur noch mal vernommen. Tja, hab ich. Und? Hat er auch behauptet, er habe von der Testamentsänderung nichts gewusst? Ja, hat er. Die lügen. Wer? Der Bruder und die Schwester. Sie wussten es. Sie wussten schon seit längerem, dass der Alte das Testament ändern wollte. Ich habe gestern Abend noch mal mit dem Notar gesprochen. Die Schwester hat sogar versucht, den Termin zu verhindern. Ist das wirklich wahr? Ja. Aber warum sollte sie mich anlügen? Mutti, was hältst du von einem kleinen Spaziergang? Seit wann gehst du den Samstag spazieren? Ganz was Neues. Alle gehen am Wochenende spazieren. Ich brauche ein bisschen frische Luft.
Und du auch, Mutti. Sag nicht immer Mutti zu mir. In Ordnung, Mutti. Habt ihr einen Regenmantel? Ich trau dem Wetter nicht. Wo willst du denn hin? Ins Grüne. Gehört, was du gesagt hast. Stimmt aber. Ah, oh, so wie jetzt sollte es immer sein. Alle Lust will Ewigkeit. Mehr tiefe, tiefe Ewigkeit. Ewigkeit. Schwie. Was ist denn? Ach, nichts. Du sag schon. Würdest du... Was denn? Würdest du mir immer die Wahrheit sagen? Natürlich. Immer und mich nie anlügen. Nur notfalls. So furchtbar, dieses ewige Knatter. Oh, das ist ja lebensgefährlich. Oh, komm, komm, lass uns wieder nach Hause. Nachher, Mutti, nachher. Schönen guten Tag. Guten Tag. Darf man mal zusehen? Natürlich. Allein, komm, lass uns wieder gehen. Gleich, Mutti, gleich. Sagen Sie mal, kennen Sie einen Herrn Mannstein? Ja, na klar, da drüben ist er, der mit der Weste. Mutti, wartest du hier einen Moment, ich bin gleich wieder da. Toll. Ihr Flieger. Kann der auch ein Looping? Ich meine, mal so und dann wieder zurück. Einfach so, nur für mich. Ein Looping für Sie? Hm? Oh, warum nicht? Probieren wir es mal. Das ist ja toll. Das ist ganz einfach. Einfach da drauf drücken und schon macht er einen Looping? Kann ich das auch? Ja, einfach nur drauf drücken. Ganz so einfach ist das dann auch wieder nicht. Das sollte man schon ein bisschen können. Wollen nicht, dass das Flugzeug abstürzt, oder? Wunder der Technik. Wie funktioniert denn eine solche Fernbedienung? Eine Fernsteuerung. Fernsteuerung, klar. Also das, was ich hier in der Hand halte, das ist der Sender und da oben im Flugzeug, das ist der Empfänger. Und die beiden, die kommunizieren auf einer bestimmten Frequenz miteinander. Wie beim Radio? Naja, so ähnlich. Also nur ist deren Frequenz natürlich viel stärker. Das sind ja nur 30 Megahertz. 30 Megahertz? Ist doch eine ganze Menge, oder? Können Sie denn noch mal so ein Looping für mich fliegen? Klar. Ich glaube, jetzt muss ich aber landen. Jetzt geht der Spritze Ende. Beneide Sie um Ihr Hobby. Ja? Echt? Finden Sie das nicht auch ein bisschen albern, so für einen erwachsenen Menschen? Wieso das denn? Überhaupt nicht. Hm? Ich finde das faszinierend. Haben Sie denn noch andere Modelle? Ja, also ein Doppeldecker aus dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel. Ein Doppeldecker? Ja, und ein Dreidecker, also den Roten Baron. Mit einer richtigen Bordfeuerwaffe, so. Toll. Adelheid, kommst du jetzt endlich? Sie heißen Adelheid? Ist ein seltener Name. Tja, schuld daran ist sie. Ach Gott, Entschuldigung, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Gerald Mannstein. Danke. Ich würde gern mal Ihre anderen Flugzeuge sehen. Ja, jederzeit.
Es ist ja sehr selten, dass sich jemand für meine Flugzeuge interessiert. Ja, besuchen Sie mich doch mal. Wie wäre es denn morgen, so gegen 5? Morgen? Gegen 5 geht nicht. Doch, Mutti, morgen gegen 5. Eugen. Tag, Oma. Ist was? Ach so, das meinst du. Keine Bange, ich habe nicht vor, die alle heute auszutrinken. Es sei denn, du hilfst mir dabei. Oh, Eugen, mach keine Witze. Mir ist nämlich gerade wieder eingefallen, dass ich dich den ganzen Tag anrufen wollte. Ich wollte dir nämlich sagen, dass es heute Abend nichts wird mit Romy. Adelheid ist nicht da. Oh. Ach, na komm rein. Ich finde das auch nicht in Ordnung von ihr. Und das habe ich ihr auch gesagt. Aber nein, auf mich hört sie ja nicht. Sie meint, dass das Treffen mit diesem Bastler wichtiger sei. Er will ihr seine Flugzeuge zeigen. Flugzeuge? Ach naja, diese furchtbar lauten kleinen Dinger. Modellflugzeuge. Zu meiner Zeit, da hieß das noch, darf ich Ihnen meine Briefmarkensammlung zeigen. Später waren es dann die Schallplatten. Und jetzt sind es offenbar Modellflugzeuge. Und meine Tochter, dieses Schaf, die fällt darauf rein. Und dafür lässt sie unseren Romy abends hausen. Na, ich hätte auch gedacht, dass du mal ein bisschen mehr Charakter zeigt. Da kommt einer, also wenn du mich fragst, nichts Besonderes. Wohnt Elbchaussee, nasse Seite zur Elbe hin. Elbchaussee, nasse Seite? Naja, da kann man in meinem Rommelabend nicht gegen Ernst denken. Das kann man sehr wohl. Ich sag dir der ja, erstens gehört er zu Charakter und zweitens ist der Kerl nicht doll. Mannstein heißt er oder so ähnlich. Mannstein? In der Elbchaussee? Das ist doch der mit dem Todespool. Todespool? Ja, liest du denn keine Zeitung? Schnell, ich muss mal telefonieren. Wer ist da bitte? Adelheid Möbius, ich bin angemeldet. Hallo! Ah, das ist ja wunderschön! Wohnen Sie hier ganz alleine? Nein, zusammen mit meiner Schwester. Die wohnt da drüben. Sie hat einen neuen Freund, einen Polizisten. Irgend so ein Deppen, der mich neulich verhört hat wegen der Sache mit meinem Vater. Ja, mein Vater hatte nämlich einen tödlichen Unfall. Oh, das tut mir leid. Naja, und jetzt das, meine Schwester und ein Bulle mit dem Rennrad. Rennrad. Ja. Ist er da? Was? Nein, nein, im Moment nicht. Ich habe meine Schwester wirklich sehr gern. Sie studiert noch. Aber bei Männern hilft ja kein Studium. Sie fällt jedes Mal auf den Falschen rein. Meistens ältere Männer oder Außenseiter. Schlangenbeschwörer, Tiefseetaucher, zwischendurch ein Anthroposophen. Und jetzt ein Bulle mit dem Rennrad. Tja, wo die Liebe hinfällt. Tja. Wo sie hinfällt. Das ist ja toll. Und alle Modelle können Sie hiermit steuern. Wie sieht denn sowas von innen aus? Mit diesem Modul, da kann ich alles einzeln ansteuern. Also das Höhenruder, das Seitenruder. Und natürlich die Geschwindigkeit. Das ist das erste Flugzeug, was ich gebaut habe. Da war ich 17. Wollen wir ihn zusammen fliegen lassen? Hallo, Annette. Hallo, Schubi. Es ist viel zu früh. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Sind die Blumen für mich? Ja. Danke. Ich bringe sie gleich ins Wasser, ja? Ja. Soll ich uns Champagner aufmachen? Ja. Schön. Warteschreibmaschine? Ja, mein Computer spinnt mal wieder. Champagner ist leider noch nicht richtig kalt. Dafür ein echter Mannstein. Den kennst du noch gar nicht. Dies ist mein letzter Wille.
Ich habe beschlossen, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Mein ganzes Vermögen, die Immobilien und die Beteiligungen soll zu gleichen Teilen an meine Kinder, Annette und Gerald gehen. Annette? Ja? Ich freue mich. Auf uns. Ist bloß mein Bruder mit seinem bescheuerten Hobby. Krieg spielen? Gibt's denn nichts anderes? Schubi, ich liebe dich. Ich lass dich jetzt nicht mehr los. Ich dich auch nicht, Annette. Zumindest nicht bis zum Polizeipräsidium. Jetzt schau mich nicht so an. Ich bin Beamter und muss jetzt dienstlich werden. Du bist vorläufig festgenommen. Alles, was du ab jetzt sagst, kann gegen dich verwendet werden. Am besten, du sagst gar nichts. So, jetzt lassen wir ihn über links abfallen. Und jetzt fangen wir wieder auf. Ach, toll. Darf ich auch mal? Klar. Aber bitte nicht drauf rumdrücken, ja? Machen Sie nur, was ich Ihnen sage. Am besten, Sie lassen ihn kreisen, so wie jetzt. Okay. Ja. Und passen Sie auf, dass er nicht in die Bäume kommt. Einfach kreisen lassen. Okay. Warum gehen Sie denn überhaupt in einen Club, wenn Sie Ihre Flugzeuge hier fliegen lassen können? Naja, also, erstens ist es hier innerhalb der Stadt ja verboten. Und zweitens guckt ja hier kein Schwein zu. Und ich will ja, dass jemand mitkriegt, was meine Flugzeuge alles können. Und dass es jemand ist, der etwas davon versteht. Oh, ja. Vorsicht, darf ich mal? So. Ist ja auch nicht ganz ungefährlich mit so einem Sender. Sie könnten ja einiges durcheinander bringen. Was soll ich denn durcheinander bringen? Ach, ich kenne mich da nicht aus. Irgendwelche Geräte, das Radio zum Beispiel, den Fernseher, das Garagentor, was weiß ich. Nein, das kann nicht passieren. Das HF-Modul in der Fernsteuerung sendet auf einer Frequenz von 35 MHz. Andere Geräte reagieren da gar nicht drauf. Nur Modellflugzeuge. Das ist ja interessant. Kann also nicht passieren, dass plötzlich das Garagentor auf und zugeht, wenn Sie hier Ihre Kunstwerke fliegen lassen? Also, so völlig ausgeschlossen. Also, die Mechanik, wie das Garagentor zum Beispiel, die reagiert nur auf 40 MHz. Dieser Frequenz, da steuere ich alle meine anderen Geräte. Zum Beispiel einen Rasenmäher. Kann ich Ihnen hier mal zeigen. So was können Sie. Da muss man ganz einfach nur das Modul austauschen. Ist kein Problem. Kann man damit auch einen Rollstuhl steuern? Wie meinen Sie das? War nur so eine Frage. Verschwinden Sie, hauen Sie ab. Ihr Vater ist doch mit dem Rollstuhl verunglückt. Kann es sein, dass da was mit den Frequenzen nicht in Ordnung war? Er hatte doch auch eine Fernbedienung. Und einen Empfänger. Verlassen Sie sofort mein Grundstück. Frau Möbius? Was machen Sie denn hier, Frau Möbius? Sie kennen die Dame? Eine Kollegin. Dachte ich mir doch. Sie interessieren sich gar nicht für meine Flugzeuge. Wir sind bei der Polizei. Und Sie lassen sofort meine Schwester los! Nehmen Sie ihn fest, Herr Schubert. Er war's. Er hat seinen Vater umgebracht. Den Rest erkläre ich später. Los, geh halt schnell! Stehen bleiben, oder ich schieße! Ach,
Möbius. Schubert? Chef? Was wird hier gespielt? Das ist kein Spiel! Darf man mal fragen, was Sie hier machen, Frau Möbius? Ich war privat hier. So, so, privat. Das können Sie mir doch nicht erzählen. Während wir versuchen, dem Kerl einen Mord nachzuweisen, turteln Sie hier mit ihm herum. Das kann Ihre Suspendierung zur Folge haben. Turteln? Wer sagt das? Ihr Ex. Der mag es nämlich immer noch nicht, wenn Sie mit fremden Männern rummachen. Eugen, was soll das? Als Mutti mir sagte, wo du bist, da sind bei mir alle Alarmglocken losgegangen. Du verstehst schon, die Presse war ja voll davon. Ich wollte mir ein paar Modellflugzeuge ansehen, das ist alles. Dafür können Sie schon mal Urlaub bis auf Weiteres einreichen. Aber... Alles zu. Sie sind verhaftet. Strobel. Ringfahndung. Roter TR6 Sportwagen. Wahrscheinlich stadtauswärts. Abbruch. Nicht mehr nötig. Stellen Sie die Fahndung ein. Ende. Aber einen Abschleppwagen könnt ihr schicken. Und einen neuen Streifenwagen. Meiner ist Schrott. Ich habe Herrn Mannstein festgenommen wegen des Verdachts des Mordes an seinem Vater. Er wollte sich der Festnahme durch Flucht entziehen. Abführen. Und benachrichtigen Sie gleich über Funk die Pressestelle. Heute Abend noch gebe ich eine Konferenz. Na, was sagen Sie jetzt, Chef? Unser Herr Schubert. Naja. Wie kommen Sie überhaupt hierher? Hat sich jemand ermächtigt? Ich bin privat hier. Annette! Was tun? Mein Bruder hat deinen Vater umgebracht. Warum tust du mir das an? Warum hast du mich angelogen? Weil er mein Bruder ist. Ich hab's für ihn getan. Annette! Herr Schubert! Rührend. Das Herz. Weiß, wie Ihnen jetzt zumute ist. Reißen Sie sich zusammen, Schubert. Was ist, Chef? Sagten Sie etwas? Das muss man Ihnen lassen, Schubert. In der Tat. Ganze Arbeit. Während unser Eins sich ein Bein ausreißt, um den Fall zu lösen, nähern Sie sich in unsittlicher Weise einer Tatverdächtigen. Moment, Chef. Moment. Und das alles wahrscheinlich während der Dienstzeit. Finden Sie das normal, Mensch? Chef, ich habe... Wusch! Keine Widerrede. Schubert... Ich erwarte von Ihnen eine detaillierte schriftliche Stellungnahme. Wann, wo, warum und wie? Mit wem? Mit präzisen Zeit- und Ortsangaben, versteht sich? Sehen Sie das? Sehen Sie das Rad? Und Sie verlangen eine Stellungnahme? Es geht Sie einen feuchten Scheißdreck an, was ich nach Dienststoß mache. Und überhaupt ist heute Wochenende. Sie ist weg. Auf Nimmerwiedersehen. Und meine Campagnolo-Felgen sind auch im Eimer. Wissen Sie, was das kostet? Und Sie verlangen eine Stellungnahme. Ist ja schon gut, Herr Schubert, schon gut. Ist ja schon gut. Aber wenn es eine Dienstfahrt war, dann sind Sie versichert. Stimmt, Chef. Wieso? Ich denke, er ist privat hier.
Hat er doch eben gerade erst behauptet. Ja, aber sein Rad hat er auf einer Dienstfahrt verbogen. Er hat den Täter gestellt. Moment. Sie haben den Täter gestellt, Frau Möbius. Man muss das leider so sagen. Natürlich war das wieder mal unbefugt. Ohne dienstliche Kompetenz, versteht sich. Weder von der Gehaltsgruppe her, noch von den entsprechenden Lehrgängen, die man dafür machen muss. Ja, ist mir klar. Tut mir auch furchtbar leid. Aber deswegen habe ich ja den Kollegen Schubert gebeten, ihn festzunehmen. Und wenn Sie nicht gewesen wären, also ohne Sie, wären wir total verloren gewesen, Herr Schubert und ich. Sie haben uns sozusagen gerettet. Echt? Ja, Chef. Sie meinen wirklich, Sie wären total verloren gewesen? Ausgerechnet Sie, Omnibus? Ja, Chef. Also gut. Dienstfahrt. Danke, Chef. Danke, Frau Möbius. Bitte, Herr Schubert. So, und was ist nun mit diesem Konto?